Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Webinar heute. Meine täglichen Routinen mit Atas und neue Funktionen. Tatsächlich sind das nicht meine, sondern von Michael Burgstaller, Atas-Experte. Und ich freue mich sehr, dass er heute Abend hier mit uns das Webinar veranstaltet. Natürlich freue ich mich auch, dass Sie heute live dabei sind und sich für das Thema interessieren. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FXNet. Wir schauen uns direkt mal den Risikohinweis an, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. So, sehr gut. Dann, lieber Michael, kriegst du jetzt den Bildschirm. Ich bin im Hintergrund, wenn irgendwas ist, und wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Kann man mich sehen und hören? Wir sehen die Atas-Plattform. Das ist gut. Das ist gut. Gut, dann werden wir da gleich einmal starten. Die Themensetzung ist ja eh bekannt. Wir werden heute ein bisschen über tägliche Routinen reden und über Neuigkeiten der Plattform. Für all diejenigen, die mich nicht kennen, ich bin der Michael Burgstaller, ich sitze in Österreich und bin für Atas zuständig. Und auch für allerlei Fragen, die aufkommen, Support, Entwicklung und so weiter und so fort. Das heißt, ich brauche euch heute auch, wenn ihr Fragen habt zur Plattform, zu Funktionen, sonstiges, einfach hier in den Fragen-Chat schreiben und ich versuche besten Wissens und Gewissens diese ganze Sache zu beantworten. Aufbauen tun wir das Ganze so, wir werden vorab wie jedes Mal die Neuigkeiten durchgehen. Danach werden wir uns die täglichen Routinen anschauen. Das ist ein bisschen limitiert von meiner Seite her, weil ich diese Webinarreihe nicht als Coaching aufziehe, sondern eher die technische Natur von Atas beibringe. Aber ich werde euch einfach ein paar Tipps und Tricks für die tägliche Routine zeigen, die einem das Leben erleichtern kann. Dann fangen wir mal kurz direkt an, was sich in Atas so getan hat und was ihr in Kürze kriegt, beziehungsweise was einige von euch schon haben. Es kommt eben ganz darauf an, ob ihr die Beta-Version, die Alpha-Version, die Latest oder die Stable verwendet. Vorab, wenn ihr live handelt, wenn ihr auf Echtgeld handelt, bitte seid so nett und verwendet die Stable-Version und nicht irgendeine Alpha- oder Beta-Version. Das ist eben mal so, wenn ein Tool in der Alpha- oder Beta-Version ist, dann ist das unfertig. Ja, es funktioniert zwar, aber es kann immer wieder was sein. Also unbedingt aufpassen. Gut, was haben wir gemacht in der Zwischenzeit? Wir waren fleißig. Wir haben euch das komplette Tool überarbeitet, was diesen Scalping-Ton betrifft. Wir haben jetzt eine Heatmap, die im 50 Millisekunden Intervall läuft. Das heißt, bis jetzt kennt ihr ja den DOM Levels Indikator, der euch die Limit Orders in einer Art des Heatmaps abträgt. Und wir sind eben gerade dabei, dieses Tool noch zu verfeinern und zu verbessern, dass ihr in Zukunft auch so eine Echtzeitanzeige des Orderbuch habt. Das heißt, es wird jetzt im 50 Millisekunden Takt wird das aktualisiert. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Wir haben hier auch dabei adaptive Big Trades. Das heißt, die Big Trades verhalten sich so, umso mehr, dass man reinzoomt, umso mehr Details sieht man. Wenn man rauszoomt, sieht man eher nur die großen. Ihr kennt das bestimmt. Also das ist was, an dem wir gerade sehr, sehr, sehr viel arbeiten. Ich zeige euch nur schnell was in den Indikator-Settings. Das ist jetzt eben das Scalping-Dome und diese Heatmap bekommt in Atas ein eigenständiges Modul. Also das habt ihr dann im Prinzip ein Heatmap-Modul mit allen Pipapo, das ihr euch vorstellen könnt. Ihr könnt hier, natürlich haben wir das auch erweitert, die Heatmap-Settings an sich. Ihr könnt euch das frei konfigurieren und frei editieren, wie ihr das möchtet. Ihr kennt das eh, in ganz Atas ist es eben so gestaltet, dass es für euch als Händler so individuell wie möglich zum Handhaben ist. Das heißt, ihr seid farblich nicht begrenzt, ihr könnt euch das wirklich so herrichten, wie ihr das wollt. Weil ich hier gerade Indikatoren habe, ich habe hier auch einen Versuchsindikator, frisch aus der Hexenküche, und dieser nennt sich Iceberg Detektor. Also wir sind hier brav am Algorithmen schreiben und es ist nach wie vor noch nicht fertig, aber das bekommt ihr in Kürze.
Dieser Eisbergdetektor hat bis dato nur zwei Settings. Und diese zwei Settings betragen, ab wann sollte der anfangen zum Arbeiten? Ich habe das jetzt testweise auf 200 gestellt. Das sind Live-Marktdaten. Wir können hier mitschauen, wenn ein Level über 200 erreicht. Wir haben wir 340 und hier haben wir 235. Und jetzt sagt der Indikator im Moment, waiting for trades. Das heißt, wir warten, bis der Kurs hoffentlich dorthin läuft. Und dann wird dieser Indikator messen, in welcher Intensität hier Market rein verkauft wird und in welcher Intensität dieser Limit Level über gewisse Algorithmen wieder aufgefüllt wird. Ja, und der Indikator wird uns dann sagen, wie oft das passiert und mit welcher Größe das passiert. Hier handelt es sich um synthetische Eisbergorder, die wir tracken. Die sind weit schwieriger zu verfolgen als wie native Eisbergorder. Vielleicht haben wir Glück in den nächsten Sekunden und wir sehen so ein Phänomen. Das kommt natürlich nicht immer vor, aber der Kurs wird schon richtig in die richtige Richtung runterverkauft. Ich hoffe, wir sind hier gleich und wir sehen es. Das wäre natürlich für das Webinar spitze. Das ist eine Vorversion des Indikators. Hier wird nur geschaut, ob er technisch funktioniert. In späterer Folge wird es dann eigene Bubbles geben und auch im Verlauf wird es Informationen geben zu diesen Eisbergordern oder einer Absorption, die dort stattfindet. Dann tut ihr euch vor allem im kurzfristigen Bereich um einiges leichter, wenn ihr solche Levels seht. Ja, weil wenn so ein Level immer wieder aufgefüllt wird und die Kraft der Verkäufer nicht ausreicht, dass man diesen Level brechen, dann kann man ja in die andere Richtung denken. Der Kurs kommt uns nicht entgegen, wie es ausschaut. Dann werden wir weiter im Programm gehen. Es ist in der Alpha-Version bereits zu testen. Ihr könnt das alles, was ich euch hier zeige, es läuft hier die Alpha-Version, also falls einmal ein Crash kommt oder ein Absturz, nicht böse sein. Ihr könnt das alles in der Alpha-Version schon testen. Ja, wie gesagt, es ist einfach noch nicht fertig. Was wir noch haben, was wir hier sehen, diese roten und grünen Bereiche, die können wir ausblenden auch, das ist die Buying und Selling Power in Markets. Ja, ihr seht hier nicht nur das in Bubbles, sondern ihr seht hier auch einen Durchschnittswert, der gerechnet wird, wie schwer die Jungs auf die Sell oder auf die Buy-Taste drücken. Ja, das ganze Modul ist, so wie es auch heißt, Scalping Dome, ist für den Ultra-Kurzfristhandel gemacht. Ja, und kann man dann natürlich, wenn das Modul als eigenständiges Modul fertig ist, für andere Zwecke natürlich auch nutzen. So wie wir den Dome-Levels-Indikator auch zweckentfremden und teilweise im 5-Minuten-Chart oder in größeren Chartarten verfahren. Das wäre mal die kleine Erneuerung diesbezüglich. Was haben wir noch? Ihr seht hier schon ein wenig, es wird sich von den Standard-Templates, wenn ihr Charts öffnet, es wird sich hier was tun. Ihr seht hier auch schon, dass sich die Preislinie anhand der Candle orientiert, die ist jetzt rot, weil wir rote Candles schreiben. Das sind so Kleinigkeiten, die kann man ein- und ausschalten, kleine Gimmicks. Was wir noch machen ist, je nachdem, was ihr für ein Template habt, das heißt, manche arbeiten mit dunklen Schirmen, mit hellen Schirmen, mit gelbem Hintergrund, mit grünen, whatever, die Indikatoren werden das in Zukunft überreißen, also die wissen, was ihr für einen Farbmodus fahrt und die Indikator-Farbsettings werden sich anhand dessen beim ersten Start automatisch an das anpassen. Ja, das hat diesen Sinn, dass ihr nicht, wenn ihr zum Beispiel einen schwarzen Hintergrund habt und irgendwelche Indikator-Settings sind schwarz, dann seht ihr nichts mehr. Wir möchten das für euch automatisieren. Das heißt, wenn ihr einen Indikator dazu reinlädt in die Plattform, wird der automatisch schauen, was hat der Kunde für ein Farbsetting und anhand dieses Farbsettings wird sich dann der Indikator selbstständig dorthin stellen, dass es farblich passt. Und dann könnt ihr das natürlich wie gewohnt verändern. Ja, das kommt auf euch zu. Sollte das tägliche Arbeiten mit Atlas verbessern und erleichtern. Was wir noch haben, ich hoffe, hier ist der Demo-Account verbunden. Der ist hier. Ich verkaufe hier kurz mal rein. Ich sehe, das ist in meiner Alpha-Version noch nicht implementiert. Wir werden hier von dem Sell and Buy Stop, was wir standardmäßig hier haben, ein wenig weggehen. Wir werden diese Farbkodierung ändern.
so dass eben für euch auch am ersten Blick am Chart besser sichtlich ist, wo gekauft und verkauft ist, ob es ein Stop oder Limit Order ist. Was wir hier noch machen werden für euch ist nicht nur das aktuelle Profit and Loss, was ihr hier seht, sondern wir werden das auch übertragen, dass ihr das am Stop Loss und am Take Profit sehen werdet. Wie viel kostet mein Stop? Wie viel kostet der Take Profit? Und werden wir das auch intern verrechnen? Das ist auch ein Ding, das kann ich euch jetzt schon sagen. Das wird kommen in Kürze. Gut. Was haben wir noch für euch? Das Zeichentool-Menü, das habe ich vor kurzem versprochen. Das ist mittlerweile in der Alpha-Version und in der Beta-Version, denke ich, drinnen. Das heißt, ihr könnt ihr euch das linke Menü hier frei konfigurieren, was ihr hier drinnen haben möchtet. Zum Beispiel, wenn wir die Volumen und die Zeichenwerkzeuge da drin, das könnt ihr euch frei konfigurieren. In Zukunft ist es auch möglich, dieses komplett auszublenden. Das heißt, ihr könnt ihr euch eure Lieblingszeichenobjekte und Funktionen könnt ihr euch hier auf die linke Seite setzen. Dann könnt ihr blitzschnell im Prinzip das, was ihr haben wollt, entweder hier oder aus den Hotkeys nehmen. Diese Zeichenobjekte werden auch noch erweitert. Da kommt auch einiges Neues dazu, was so an Kundenwünschen gibt. Gibt es Fragen bis dato zu dem Ganzen? Wir haben eine Frage im Chat, der sagt, dass der Herr Klemm eine Atlas-Version entwickelt, die genauso aussehen sollte wie seine derzeitige Plattform. Es ist keine Atlas-Version. Der Herr Klemm wird Templates bringen, ja, und auch Indikatoren, die er verwendet. Und wir sind gerade dabei, dass wir das finalisieren. Also wir sind schon ziemlich weit und in Kürze wird es das für die Kundschaft geben, die beim Herrn Klemm ist. Und da geht es auch um gewisse Indikatoren und so weiter und so fort. Mehr kann ich dazu noch nicht sagen, aber das ist auf der Zielgerade. Ja. Eine Frage, die auch kommt des Öfteren, weil ich es gerade lese, gibt es schon eine Anleitung für das Market Replay? Ihr wisst, das Market Replay ist mittlerweile in Atlas verfügbar. Und wenn die Sachen in der Alpha- und Beta-Version sind, gibt es meistens noch keine ordentliche Anleitung. Aber ihr kommt über euer Kundenportal in das Atlas Support Center oder über die Webseite oder wenn ihr auf Google sucht, im Prinzip ja, Atlas Knowledge Base, Atlas Support Center, kommt ihr auf die Seite und auf dieser Seite könnt ihr ihre Suchbegriffe könnt ihr eingeben, Market Replay. Dann sollte das System alles mit Market Replay ausspucken. Gehen wir Market Replay. Die Sprache ist Deutsch und dann ist hier die komplette Beschreibung des Market Replays. Was funktioniert, was nicht funktioniert und so weiter und so fort. Das ist erledigt. Wir sehen hier noch einen alten Screenshot. Ja, das Market Replay, wie es gekommen ist, hat es nur eine Start- und Enddatum-Auswahl gegeben. Mittlerweile können wir aber auch die Uhrzeit genau definieren, dass das Market Replay zum Beispiel um 15 Uhr startet, so dass man nicht den ganzen Tag im Prinzip abspielen muss, bis man zu seiner Zone kommt. Das Ganze ist natürlich eine ständige Entwicklung und da ist immer was los diesbezüglich. Deswegen sind die Beschreibungen manchmal nicht up to date, aber die Mitarbeiter sind da wirklich dahinter, dass hier ständig was passiert. Ja. Wir haben auch Ideen, dass wir dieses, kennt ihr ja schon, diesen Quick Start, diesen erweitern. Hier werden in Zukunft nicht nur Education zu allen Bereichen, Orderflow, COD, technische Analyse, wenn ihr das aufmacht, kommt ihr dann im Prinzip zu den ganzen Artikeln, dass ihr da weiterkommt. Wir werden hier in Kürze auch die Webinare einführen. Das wird eine gute Sache. Und ich bin am Grübeln mit zwei, drei anderen Sektionen hier, aber darauf sage ich jetzt noch nicht viel. Aber da könnte was Lustiges kommen, was für alle richtig Mehrwert hat. Ja, da bin ich schon Feuer und Flamme. Mein Atlas ist Englisch. Gut. Hier rechts oben stellst du Atlas um und wenn du das haben möchtest, auf Chinesisch, ja, oder auch auf Deutsch. Das Ganze ist auch im Kundenportal von Atlas, kann man sich auch die
die Sprache einstellen, wie man die E-Mails und neuen Blog-Einträge und so weiter bekommt. Ja, easy, easy Sache, easy Sache. So, das ist erledigt. Liefert jeder Datenfeed-Anbieter Daten in Millisekunden? Ja, ich hoffe, dass es geht. Also es gibt eine breite Anzahl an Datenfeeds. Es gibt Datenfeeds, die sind super schnell. Es gibt Datenfeeds, die sind etwas langsamer, aber die sind alle im Millisekundenbereich. Und Atlas refreshed, also aktualisiert im Prinzip diesen Heatmap-Chart im 50 Millisekunden Takt. Wenn jetzt da erst in 60 Millisekunden was kommt, naja, dann sind wir schneller wie der Datenfeed. Ja, also wir schauen, dass wir die Daten so schnell abgreifen, wie es nur möglich ist. Und natürlich jeder Feed-Anbieter arbeitet anders. Ja, es variiert. Es variiert von, was weiß ich, 120 bis teilweise 200 Millisekunden. Da sollte man natürlich aufpassen. Ich bin immer der Meinung, und das wird wahrscheinlich auch so sein, wenn ich jetzt einen Datenfeed kaufe, der richtig, richtig schnell ist, sagen wir jetzt einmal wirklich 50, 40, 30 Millisekunden, dann muss ich euch fragen, inwieweit das Sinn macht. Weil ich habe einen Monitor, der hat eine Reaktionsgeschwindigkeit von, was weiß ich, 60, der älteren Modelle 120 Millisekunden. Ich selber, wenn ich dran denke, dass ich jetzt meine Maus und den Finger bewege und auf Buy oder Sell drücke, ich habe auch eine Verzögerung von einigen Millisekunden. Dann hat natürlich die Software, auch jede Software hat eine Verzögerung von ein paar Millisekunden und dann sind wir sogar noch beim WLAN und beim Internet und da kommt noch was oben drauf. Also in Wirklichkeit, wenn ich mir jetzt Datenfeeds kaufe um einige 100 Euro, die eben im Pro-Bereich sind, wird der mir trotzdem nichts bringen. Ja, also das ist eher für automatisierte High-Frequency-Geschichten, die was dann wirklich sogar Server geolocated im gleichen Raum stehen, damit sie eben diese ein, zwei Millisekunden schneller sind. Ich halte vor dem nichts. Was man braucht, ist eine stabile, saubere Ausführung. Und wenn das irgendwo im 100 Millisekunden Bereich funktioniert für Retailer, ist das mehr wie ausreichend. Ja. Also wir kämpfen als Mensch sicher nicht gegen High-Frequency-Algorithmen. In diesem Sinne, dass man den, dass man sich vor deren Order stellt oder so. Gut. Haben wir noch Fragen? Ich schaue kurz hier rein. Ob es eine Erweiterung zum Market Profile gibt und ob was in Planung ist. Also, es ist einiges in Planung hier. Das Market Profile wird eine neue Funktion bekommen. Nach wie vor sind wir am Researchen und schauen, dass wir euch, das kann ich aber noch nicht versprechen, wann es kommt, ein Merging geben werden. Das heißt, ich zeige es euch schnell. Machen wir das schnell. TPO and Profile. Dann stellen wir das schnell um auf DPO und auf Daily und das passt soweit. Die neuen Farben sind noch nicht drin. So. Also, wir versuchen das in diese Richtung zu treiben, dass man eben, ihr kennt das, die es nützen, man kann ja das Market Profile splitten. Ja, das heißt, ich kann, so wie das Profil aufgebaut ist, kann ich das splitten. Ich blende kurz den Chart aus, damit man das sehen kann. Ausblenden. So, jetzt habe ich das Profile gesplittet und ich sehe jede Periode einzeln. Ich möchte das so haben in Zukunft und die Entwicklung geht auch dahin, dass wir nicht nur splitten können, sondern auch mit den vorherigen Profilen mergen können. Das heißt, ich kann Profile zusammen stoppeln im Chart. Das ist mir sehr wichtig, dass wir das kriegen. Und das wird auch kommen, noch kann ich noch nicht sagen wann. Die zweite Geschichte, da habe ich mit einem Kunden vorige Woche oder vorvorige Woche geschrieben, da geht es eben um diese Buying and Selling Tails auf der Oberseite und Unterseite. Hier werden wir uns auch darum kümmern, dass das eine grafische, wie soll ich sagen, dass das optisch einfach hervorgehoben wird, so dass man da nicht mehr so genau schauen muss, beziehungsweise wenn man weiter draußen ist, dass einem diese Sachen gezeigt werden. Diese Farbschematik hier, die ist extrem grausam. Wir haben diese auch überarbeitet. Kleinen Moment, ich suche. Ich habe hier auch schon Screenshots davon irgendwo. Finden Sie jetzt aber nicht.
Wir haben dieses TPO-Profil so überarbeitet, und das kommt auch in Kürze via Update, dass wir hier drinnen quasi auch sowas wie eine Heatmap haben. Hat den Vorteil, wenn man weiter rauszoomt, sieht man gleich aus der Distanz die Marktphasen und wo man eröffnet und wo man geschlossen haben. Das kommt auch in Kürze, lasst euch überraschen. Und es wird auch der Modus überarbeitet. Wir werden hier feinere Darstellungen kriegen, auch im Blockmodus, dass der Buchstabe im Block ist und dass das gestochen scharf ist. Also das ist auch gerade was, was wir machen. Ich hoffe, ich habe die Frage gut beantwortet. Gibt es schon eine Vorlage für den nackten WeWeb? Ich verstehe ehrlich gesagt die Frage nicht ganz. Vielleicht nochmal ein Nachtrag hier. Wie ihr schon wisst, seit den letzten Updates haben wir die Indikatoren, die wir oben drin. Wir können die ausblenden, bearbeiten und schließen. Ich schmeiße den jetzt raus und mache wieder den Kerzenchart ein. Ja. Soweit. Ich werde jetzt gleich mit den Fragen durchstarten hier, weil sonst kommen wir nicht dazu, wo wir hin wollten. So. Gut. Okay, die beantworte ich noch schnell. Wie viele Kopien darf ich gleichzeitig nutzen? Büro und zu Hause. Grundsätzlich ist so, ihr könnt Atlas auf 100 Rechnern installieren. Es tut nichts zur Sache. Ja, ist, mit einer Lizenz kann man halt Atlas nur einmal gleichzeitig verwenden. Das heißt, wenn es bei euch im Büro und zu Hause installiert ist, ist kein Problem, wenn ich es zu Hause nutze und im Büro nutze. Aber man kann es dann eben nicht zu Hause und im Büro mit einer Lizenz gleichzeitig nutzen. Ja, ganz schnell beantwortet. Und wie kann man mehr Historie im Chart einstellen? Das machen wir und dann machen wir weiter im Programm. Wir haben hier oben eben den Timeframe bzw. Chart-Auswahl-Button. Hier kann man sich eben dieses ganze, diesen ganzen Block hier an Minuten, Sekunden, Tick, Range-Charts auch noch konfigurieren und von mir aus ein M3-Chart anlegen oder ein M17-Chart, wie es jeder braucht. Und hier haben wir eben die Tage, die sind auf Auto gestellt. Und wenn man das Häkchen wegmacht, kann man hier entweder die Anzahl der Tage eingeben und man kann auch ein Enddatum eingeben. Ja, so kann man dann einen bestimmten Bereich aus der Historie zum Beispiel herausschneiden und sich das in den Chart laden. Ja, also das ist im Prinzip. Und zur Info nebenbei, warum Auto? Man kann eben, wenn man sich hier diese Charts einstellt, wenn man lang mit der Maus drüber fährt, sieht man Loaded Days 4, 7, 10. Das ist dieser Autowert. Und den könnt ihr im Prinzip hier, wenn ich zum Beispiel jetzt den M1-Chart bearbeite, ja, Default Loaded Days, das ist jetzt eben auf 1 gestellt. Und wenn ich den auf 5 stelle, auf 5, übernehmen wir das. Und wenn ich hier jetzt auf dem M1 gehe, dann habe ich Loaded Days 5 und das ist der Autowert. Wenn ich den Autowert wegnehme, dann ladet er mal 10 Tage. So funktioniert das. Soweit, so gut. Ich denke, die Frage, wenn man sich Auto bei den Tagen einstellt, wie viele Tage werden dann automatisch verwendet, das habe ich gerade beantwortet. Ich hoffe, das passt soweit. Gut, dann schauen wir zu den täglichen Routinen. Was eigentlich das Topic für heute ist, beziehungsweise ein Teil davon, wie man sich das Leben erleichtert. Es gibt auch sehr viele neue hier, die eben Atlas noch nicht verwendet haben. Und ich möchte hier was erklären, weil sich doch einige, die Atlas auch länger schon verwenden, ein bisschen schwer tun damit. Ich erstelle jetzt eine Watchlist und die Instrumente, die was ich hier ausgewählt habe und mit einem Stern markiert habe, das sind meine Favoriten und ich nehme da jetzt einfach alle, bis auf die Kryptobörse hier. Die Kryptobörse hier, die brauchen wir jetzt nicht. Und drücke auf OK. Das heißt, alles, was in der Liste ist, was ich hier ausgewählt habe, erstellt er mir eine Watchlist. Das machen wir jetzt. So. Und jetzt haben wir eine Watchlist mit Live-Daten. Und jetzt machen wir das. So, ich habe ein bisschen kleiner Monitor hier. Wir haben hier einen normalen Chart, ja, und wir haben hier die Watchlist. Und jetzt gebe ich diesen Chart von mir aus die Gruppe Rot und gebe auch der Watchlist die Gruppe Rot. Soweit so gut und das kennen einige ja von euch. Aber wenn ich hier jetzt auf CL drücke, weißt ja, Gruppe Rot CL, FTAX, Gruppe Rot FTAX, ihr müsst hier aufpassen. Diese Funktion ändert das Instrument, aber nicht die eingestellten Indikatoren.
Was heißt das für euch, wenn ihr hergeht und ihr sucht zum Beispiel über einen Indikator Cluster Search oder irgendeine Volumensuche im FDAX jetzt zum Beispiel große Volumen mit 50 und wechselt dann rüber in den S&P 500, dann wird da alles aufleuchten. Ja, passt auch auf mit den Alarmen diesbezüglich. Wenn ihr im S&P 500 große Trades sucht mit einem Alarm, dass der sagt, immer wenn, was weiß ich, 50 oder ein 100er Paket durchgeht, soll er schreien, dann ist das in Ordnung, wenn ich dann auf den FDAX gehe, weil da kommt es so gut wie nie vor. Nur wenn ich am FDAX hergehe und sage, ich möchte große Trades sehen, wenn 30 Lots gehandelt werden und ich switch dann drüber in den S&P 500, dann kann es passieren, dass einen dauerhaften Alarm habs, weil 30 Kontrakte im FDAX einfach nichts ist, das geht ständig durch. Ja. Also wie kann ich mir das Ganze jetzt erleichtern? Jetzt nehmen wir mal an, also ich versuche es technisch zu halten, wie gesagt, ich bin kein Coach. Ich komme an den Schirm, ja, und schaue mir mal an und weiß nicht, was jetzt passiert ist und möchte einfach meine Märkte durchscreenen. Ja, und so wie ich das eben mache, das machen wir jetzt geschwind, meine Standard Easy Standardgeschichten. Ich schmeiße mir mindestens viermal diesen Maximum Levels Indikator rein, ja, und sage, ich möchte den aktuellen Tag sehen. Ich möchte unter Umständen den letzten Tag sehen. Ich möchte die aktuelle Woche sehen. Und ich möchte auch noch das Monat nicht, das letzte Monat einen Kontrakt möchte ich auch sehen. Dann stelle ich mir hier schnell noch die Schrift auf weiß, damit wir was sehen. So. Gebt mir eine Sekunde, so schnell bin ich nicht. Ich beeile mich. So, machen das jetzt ein bisschen dicker. Machen da 20, keine Ahnung. In schön rot. Machen hier 15. Das ist die Woche, die machen wir irgendwie so beige. Dann machen wir es irgendwie noch ein bisschen transparenter, das Ganze. Kleiner Moment. So, dass wir beides sehen. Dann haben wir den letzten Tag. Und so weiter und so fort. Also man kann sich dann im Prinzip die Levels raussuchen, die man gern hat. Das haben wir auch noch ändern und dann ist gut. Dann machen wir grün. So. Das ist der erste Clou. Also da man kann sich auch noch die Woche, die Vorwoche, das Vormonat, das Monat, man kann sich da alle Maximum Levels reinholen. Was sind Maximum Levels? Das sind für diesen Zeitraum, der hier definiert ist, der POC, das maximale Handelsvolumen. Jetzt haben wir das da drin. Und was ich persönlich auch noch mache, so, dann haben wir hier noch ein TPO-Profile. Das Ganze ist daily und ich habe das gern auf Solids und diesen Hintergrund brauchen wir dann nicht. Moment, Transparenz schmeißen wir auf, brauchen wir auch nicht. Das passt, das passt, das passt. Autoproportion brauchen wir auch noch. Die Area brauchen wir nicht. So, jetzt habe ich das mal ganz grob eingestellt. So, und der 5-Minuten-Chart ist mir für die Übersicht zu klein. Gehe ich auf den Stunden-Chart. So, jetzt machen wir das ein bisschen so, dass wir das euch hier bei der Übertragung auch zeigen können. Gut, machen wir das gleich so. Und wenn ich mich halt hinsetze und einmal verstehen will oder schauen will, was überhaupt passiert ist, wo sind wir, wo stehen wir, was passiert, dann habe ich hier sofort alle Informationen, die ich volumentechnisch brauche. Ja, ich habe erstens einen technischen Zeitverlauf, so wie er sein soll. Ich habe auch die Volumenverteilung für die Übersicht. Also wir reden jetzt wirklich nur Routine. Übersicht, ich setze mich zum Schirm und schaue mir das Ganze mal an und kann mir das anschauen. Ja, und sehe sofort, wir handeln jetzt da unter dem Tagesvolumen, wir handeln unter dem Wochenvolumen, wir handeln unter dem Vorwochenvolumen. Das Einzige, was darunter nur mehr ist, was im Prinzip auf der anderen Seite der Volumenrechnung steht, ist der Kontrakt. Und so können wir das durchgehen. Dann gehe ich zum Crude. Ja, es kommt eben ganz drauf an, für was ihr euch interessiert. Ihr könnt ja in die Liste dann reintun, was ihr braucht. Aber ihr seht sofort, bei welchem Instrument das Volumen im Rücken ist und in welchem Instrument, wo wir gerade mittendrin sind. Ja, was natürlich auch nicht immer von Vorteil ist. Wir sehen, in dem Fall können wir auch reinschauen. Ja, da sind wir jetzt da am Tagesbock nach oben unterwegs, haben einen letzten Tag hinter uns lassen und die Woche und der Kontrakt ist auch hinter uns. Und so kann ich mir im Prinzip helfen, bei meiner täglichen Routine schneller mal ein paar Märkte durchzuschauen. Das funktioniert mit diesen Sachen gut. Ja.
Schnell nach Gold reinschauen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine damit. Ja, das ist einmal zum grob drüber streuen und schauen, was los ist. Wie schauen wir aus? Wo stehen die Märkte? Das ist Punkt 1. Ich mache den Chart jetzt einmal weg da. Der Punkt 2 ist, wenn ich jetzt für die Übersicht schon mehr Informationen brauche, als wie solche Standardindikatoren, wo sich Werte und Filter ändern, dann habe ich natürlich, wie ich gerade vorher beschrieben habe, hier ein Problem, weil die Filter sich ja nicht ändern. Es ändert sich von diesem Chart nur das Instrument. Die Indikatoren bleiben dieselben. Wenn ich jetzt anfange zu filtern, wir machen das jetzt hier mal, also das ist alles nur theoretisch hier. Ich nehme das Volumen dazu, ja, das ganz normale Candle-Volumen. Hier haben wir Candle-Volumen und weil wir hier jetzt am Gold sind, setzen wir noch einen Filter, damit wir wissen, in welcher Stunde viel Volumen gedreht worden ist. Ne? Und da haben wir, die haben das umgebaut, die Kollegen, das ist super. Da haben wir hier einen Filter. Den Filter stellen wir jetzt einfach mal auf Gelb, dass es schnell setzt. Und wir schauen einmal. So, das ist zu viel, 100.000. Da werden wir wahrscheinlich runtergehen müssen auf 70.000. 60. 50, 40, na kommt irgendwas. So, egal, 20.000. Nur Kerzen mit Volumen von 20.000 Kontrakten haben wir hier drin. Ah ja, genau, das haben die Kollegen auch verbessert, diesen Bereich, wo man den Volumen, den Indikator ziehen kann. Da kriegt jetzt ein Highlight und ist besser für die Maus zum Greifen, wie auch immer. Wir haben jetzt da hier, wie gesagt, die Kerzen markiert, die mehr als 20.000 Volumen haben. Alles schön und gut. Ja, und jetzt gehen wir auf den FDAX. Die Indikatoren bleiben dieselben, aber es ändert sich nur das Instrument. Am FDAX haben wir jetzt im Prinzip nur höchstwahrscheinlich ja, die Öffnungskerzen am Vormittag, wo das meiste Volumen durchkommt. Am Crude Oil kriegen wir wieder was anderes. Also was ich sagen wollte, dass ihr es versteht. Alles, was filtriert und mit Fixwerten vergeben ist, ist die Watchlist zum Durchschauen eher nicht geeignet. Ja? Außer es sind Levels, die eben Nullvolumen zum Beispiel beinhalten sollen. Dann geht das. Wenn man das braucht, dann muss man anders vorgehen, dann kann man das nicht über die Watchlist machen. Und das machen wir jetzt gleich. Deswegen machen wir das jetzt da ohne Gruppe. Ohne Gruppe, die Watchlist liegt jetzt brach. Also, wenn ich vorgehe und sage, ich habe jetzt da Crude, und ich brauche jetzt zum Beispiel zwei Instrumente, jetzt Crude und ein S&P 500. Dann gehe ich her und klone mir das und mache mir hier einmal das S&P 500 rein. Ihr seht, im S&P 500 machen die Filter null Sinn. Wir tun das einfach theoretisch ändern. Ja. Machen wir einfach einen höheren Wert, geben eine 1 dazu oder so, dann wird da schon ein bisschen aufgeräumt sein. Ja. Noch immer nicht. Gut. So, 290.000, S&P 500 in der Stunde, passt. Das ist unser Filter, der passt. Das ist nur ein Beispiel, ja, bitte nicht nachbauen. Das Filter passt und was mache ich dann? Dann nehme ich in den Chart und ziehe den mittig in diesen Chart. Was haben wir dann? Dann haben wir im Prinzip, ihr kennt das vom MetaTrader, der kann nichts anderes. Dann haben wir hier im Prinzip die Möglichkeit, uns die Instrumente abzulegen. Und da sind natürlich dann die Filterwerte auch gespeichert. Okay? Aufpassen bei solchen Sachen. Weil wenn man den Cluster Search verwendet und falsche Werte hat und man arbeitet mit dem, dann ist das eine Katastrophe in Wirklichkeit. Gibt es dazu Fragen? Ja, gibt es. Moment. Der Andreas fragt, er möchte beim Death of Market mehr Limit sehen. Wo geht das und wie viele kann man maximal sehen? Also das kommt auf den Datenfeed drauf an, das kommt auf die Börse drauf an und das kommt auf deine Einstellung drauf an. Die Frage ist in 30 Sekunden erledigt. Wir haben hier die Einstellungen und die erweiterten Einstellungen. Und hier haben wir den Marker Death of Market Level Count. Hier kann ich das begrenzen, wenn 0 drinnen steht. Habe ich die gesamte Markttiefe, die mir der Datenfeed zur Verfügung stellt. Ich brauche halt keine 1500 Ticks pro Seite Markttiefe. Ich habe das auf 200 limitiert bei mir. Und das ist im Prinzip alles. Ja, die Eurex gibt es, soweit ich informiert bin, keine volle Markttiefe für Retailer. Gibt es nicht. Ja, bei der CME, den S&P 500, Gold und so, das ist alles möglich.
dass das die volle Markttiefe erhält. Das kommt eben auf den Feed-Anbieter drauf an, auf den Broker drauf an. Manche müssen einen zusätzlichen Datenfeed buchen und so weiter und so fort. Ich hoffe, die Frage ist erledigt. Und dann schauen wir noch was an. Das ist jetzt meine persönliche Routine. Ja, ich richte das jetzt nicht eins zu eins so her, aber dass ihr wisst, was man auch so machen kann für eben tägliche Routine. Man kommt frisch an den Desk und schaut sich ein paar Sachen an. Ich werde hier eine Kleinigkeit zeigen. Und dazu muss ich kurz diesen schönen Dom verändern, weil da sind viele Sachen drin, was wir für das nicht brauchen. So, so. Gut. Soweit, so gut. In Wirklichkeit könnte man das für diesen Zweck auch löschen und den Preis in die Mitte reinschieben. Super. Easy. Der ist jetzt so richtig schön basic. Auf was ich raus will, ist, ich habe in meinem Workspace mehrere von diesen Domes. Gut, die tun wir alle nebeneinander hin. Die klone ich mir jetzt da einige Male. Ich mache es jetzt einfach mit drei. Ja, also ich habe da ein paar mehr, weil ich mir einfach ein paar Indizes anschaue und ein paar Bonds und so weiter und so fort. Was machen wir hier? Wir machen in dem Fall jetzt einfach mal, damit wir was zum Zeigen haben. Ja, machen wir das mit den Treasuries. Das 10er. Dann haben wir hier. Die 30er nehmen wir dazu. Und dann nehmen wir noch dazu den Herrn. 10, 30 und den 5er nehmen wir dazu. Und dann schnappen wir uns noch zwei Indexe. Man kann sich dann auch Gold und Öl auch noch reintun, aber wir übertreiben es jetzt mal nicht. Und hier schnappen wir uns, was weiß ich, den LS rein. Ihr habt es da sicher schon gesehen, dieses ganze Uhrwerk. Bei einigen, unter Anführungszeichen, sagen wir es einmal so, Top-Tradern, Bankhändler und so weiter, die haben diese Dinge am ganzen Schirm verteilt. Und man hat halt so das Gefühl, die schauen im Prinzip nur mehr auf Doms und tun sonst nichts anderes. Es gibt solche Experten, tatsächlich, die handeln und die tun nichts anderes wie einen Dom schauen. Aber doch, die meisten haben zumindest ein, zwei Charts und ein Profil noch dabei, das nicht ganz daneben sind. Das ist was, was man über den ganzen Tag nicht schaffen. Also die wenigsten schaffen das, dass man sich nur die Zahlen anschaut, da wird man nämlich ganz normal verrückt. Aber für was das ganze Ding gut ist, wenn man das irgendwo auf seinen mehreren Schirmen platziert hat, ich sehe sofort, ob wir zum Beispiel die Treasuries davonlaufen und wie die Aktienmärkte zum Beispiel, ob ich eine Korrelation habe oder eine verkehrte Korrelation habe. Das heißt, ob ich zum Beispiel ein Risk-On, Risk-Off-Dog habe, das kann man mit diesen Leitern relativ einfach sehen. Ja, ich kann das zentrieren. Das heißt, alle Instrumente stehen dann gleich. Wenn ich dort aufs C drücke oder ich mache meinen Hotkey, dann hämmere ich auf diesen Key und alle Instrumente stehen gleich. Und wenn dann wirklich was los ist und Gas am Markt ist, dann sehe ich eben, ob mir gewisse Asset-Klassen gegeneinander laufen oder mitlaufen. Ja. Ob ich einen Tag habe, wo alles in die Aktien reinrinnt oder eher rausgeht, ob es in Gold geht, eben deswegen haben diese auch so viele Doms stehen. Die sehen halt sofort, was los ist mit den Märkten und ob der Öl steigt, ob das Gold jetzt fällt und so weiter und so fort. Mit dieser Technik kann man das relativ schnell machen. Ja, aber wie gesagt, das ist nichts, was man sich heute einstellt und man kann es da. Die schauen dann doch schon stundenlang drauf, sehen zum Teil auch, wo viele Limits im Weg sind. Da kann man sich auch Filter setzen noch nicht und sagen, okay, wenn 600 sind, dann machen wir diesen Level gelb. Das kann man auch machen. Und das wäre auch was man in die tägliche Routine einfließen lassen kann bei dem Ganzen und sich anschauen kann. Ja, wo man dann sofort sieht, welche Märkte geben Gas und wo geht das Geld raus. Das kann man sich hier machen. Wenn man das einzeln haben will, ohne Korrelation, dann kann man wieder das altbewährte Spiel machen. Ich ziehe da jetzt einen Dom raus. Ich kann da genauso Gruppe rot machen. Ja, kann da genauso Gruppe rot machen. Und dann change er mir im Prinzip den Dom. Ja.
wer das nicht so haben will. Ja, aber wer sehen will, ob die Märkte gleich oder gegengleich laufen oder wo mehr Gas in welche Richtung ist, der hat halt die Toms nebeneinander, zentriert sich die einmal und kann das sehen. Gibt es dazu Fragen? Wenn es keine Fragen gibt, dann machen wir weiter. Aktuell keine. Sehr gut, dann machen wir weiter. Ich hoffe, das ist euch nicht zu streng. Also wie gesagt, das kann man sich auch in die tägliche Routine reinschauen, dass man einfach mal einen Blick kurz drauf wirft, wie schaut es aus. Also man schaut sich das vorher an, man kann sich das vorher anschauen. Und dann haben wir das, was ich auch privat mache. Ja, das habe ich hier auch schon zweimal in den Webinaren gezeigt, aber wir haben ja mittlerweile, glaube ich, 25 Stunden hier auf Tasche in YouTube. Was ich täglich mache, und ich mache das nur ausschließlich fast nur in diesem Markt, ich schmeiße jetzt mal alles andere raus, ist das alte Spiel mit dem Cluster Search Indikator. Und was ich hier noch mache, wie gesagt, ich bin kein Coach, ich zeige nur, was ich mache, möchte auch kein Coaching verkaufen. Dann schauen wir uns das an. Ich schaue mir den S&P 500 am 4-Stunden-Chart an und suche mir Bereiche raus, wo extrem viel gehandelt worden ist. Und das mache ich auch in meiner täglichen Routine. Das mache ich wirklich täglich, sofern ich beim Markt sitze. Das heißt, ich habe mir hier im Prinzip einen Indikator rein. Jetzt machen wir das einmal kurz schnell. Einige von euch kennen das Spiel schon. Ich kann es nur wiederholen, wiederholen, wiederholen. Und diesen stelle ich mal jetzt ein. Only Price, das haben wir nur diesen Preis markiert. Dann möchte ich ein Minimalvolumen haben, aber nicht 1000. Machen wir mal 40.000. Fangen wir mal gut an zum Hinsteuern. Und das Ganze möchte ich aber nicht auf einen Preis haben, sondern ich möchte das auf zwei oder drei oder vier Preisen haben. Ja, drei Preise ist gut für die Vorfilterung. Und was ich mache, wie gesagt, denn diesen Wert schaut ihr euch an, ob dieser funktioniert. Das heißt, ihr gebt einen Wert ein mit dem Cluster Search, zoomt ein bisschen raus und schaut, ob das, was ihr da eingestellt habt, gut ist. Und dann gehe ich her. Wir haben jetzt da im Prinzip 18:42 haben wir jetzt. Ich würde mich jetzt hinsetzen zum Rechner. Ich würde sehen, okay, wir stehen bei 4031 und ich würde dann, wenn diese Werte korrekt sind, würde ich mir das so einzeichnen. Ja. Ich würde mir im Prinzip Trade Location gönnen, was dann für mich heißt, im Umkehrschluss, ich handle genau, wenn man wird diese Zonen verlassen und nicht zwischendrin. Also wie gesagt, es gibt da kein Falsch und kein Richtig, das ist, was ich mache. Also ich schaue, wo extrem viel Volumen gedreht worden ist, wo viel Value drinnen ist in den Märkten und anhand dessen baue ich mein untergeordnetes System auf. Das ist so meine tägliche Routine, was ich halt mache. Und wenn man das eben hernimmt jetzt, dass ihr es jetzt noch einmal seht, weil es wäre super, den Cluster Search unter Umständen auf Prozentualwerte anzupassen. Wenn ich den jetzt hernehme, diesen, und ich sage jetzt ja auch rot, ne? Und das, was ich hier habe, das möchte ich auch hier haben. Und jetzt haben wir hier den 6E, dann komme ich mit meinen Cluster Search Werten nicht hin. Ja, weil wir gesagt haben, irgendwo bei 40.000 auf drei Preisen. Und das funktioniert dann nicht. Moment, ich suche ein Fenster, es ist mir abhanden gekommen. Hier ist es. Na, das funktioniert am AES, das Setting, die 40.000 auf drei Preisen, aber leider nicht am 6E. Nein, weil wir dort einfach diese Werte nicht erreichen. Und wenn ich das gleiche Spiel am 6E mache, dann muss ich eben im Prinzip im Cluster Search diesen Wert ändern. Das sind 40.000 eben viel zu viel, die erreichen wir gar nicht. Wenn wir mal runter auf 10.000, nixi. 5.000, da wird es dann schon interessant. Und dann muss man sich im Prinzip mit dem Volumenwert und mit diesem Price Range Wert spielen, dass man hier schöne Zonen kriegt, wo maximal Value ist. Und dann schaut man sich das eben historisch dann an und bitte macht's das. Spielt's mit dem Ding auf euren Markt der Wahl. Das ist völlig wurscht. Ja. Schaut euch das an. Wenn ihr das dann eingestellt habt, schaut ihr, was los ist. Und hier sehen wir gleich im Prinzip das Setting, das ist zwar schön und gut, ja, aber müssen wir korrigieren. Das ist einfach zu viel. Schauen wir mal auf 2000.
Wenn wir auf 2000 gehen, wird es wieder zu viel. Ja, das heißt, ich fahre da entgegen und sage, ich möchte das heute halt dann auf drei, auf einen Preis haben. Und dann schauen wir mal, wie sich das verhaltet. Ja, es ist zu viel. Ihr kriegt ein Gespür dann. Und dann seid ihr irgendwann da und dann tragt ihr das ein und dann seht ihr bei so Kleinigkeiten, ich meine, ich kann das nur anahnen, weil der Wert einfach nicht stimmt. Aber wie gesagt, diese Kerze hat fertig geschlossen, ja, und wir tauchen genau in diese Bereiche ein. Das ist richtig ein mächtiges Ding. Also schaut euch das unbedingt an. Schaut euch auch an, wie das Zeug reagiert auf andere Kerzen. Und das ist ein kleiner Tipp, den kann ich nicht oft genug mitgeben, was das Ganze betrifft. Ja, natürlich, wenn es News gibt oder wenn irgendwas geopolitisch passiert, dann sind diese Levels kurzzeitig einmal obsolet. Ja, das ist ganz klar, wenn die Märkte verrückt spielen. Leider sehe ich hier nicht, wo News waren. Aber grundsätzlich kann man sich das anschauen und kann man sich dann Bereiche einzeichnen, was man möchte. Wenn es dann clasht und wenn es irgendwelche News gibt oder jetzt irgendwo russlandmäßig, wenn irgendwas Wahnsinniges daherkommt, dann ist jede Analyse für die Fisch. Das hat nicht nur mit der Volumenanalyse zu tun, sondern auch mit der technischen. Da haben wir dann irgendwann, die Technik hat dann unten irgendwo irgendwelche Tiefs und Level, wo der Kurs haltet und auch im Volumen hast du irgendwo unten irgendwelche Volumen, wo der Kurs halten kann. Das gibt's schon. Gibt es Fragen dazu? Danke für das Lob. Ich versuche so angenehm wie möglich diese Stunde euch was reinzuhämmern. Alles gut soweit. Keine Fragen. Ja, nur Atlas-Profis hier. Wahnsinn. Oder hören Gut. gespannt zu. So, gut. Also das ist auch so eine Routine, was man machen kann. Es kommt eben darauf an, was man für einen Handelsansatz hat. Dann geht man halt her und schaut sich diese Märkte durch. Aber das Schnellste, was man machen kann, ist natürlich das, was man gehabt hat mit der Watchlist, wo man sich dann wirklich ein schnelles Bild holt. Wo sind die Märkte unterwegs? Sind sie gerade über dem Volumen, unter dem Volumen, mittendrin im Volumen? Und je nachdem, was ihr dann halt für Handelsansätze habt oder was ihr lernen wollt oder was auch immer, dann kann das natürlich hilfreich sein. Muss es nicht. Kann. Alles muss, alles kann, nichts muss. Das ist in der Börse halt so. Gut. Ob ich das Smart Tape noch einmal zeigen kann. Es hat mir auch wer per E-Mail geschickt. Ich hoffe, derjenige ist da. Ganz schnell aber nur. Weil das habe ich auch schon zweimal gezeigt. Ihr wisst alle, in der Times und Sales Liste wird jede Market Order, die in den Markt gedrückt wird, seht ihr hier. Ja. Was viele nicht wissen, das ist ja nicht das, was wirklich gedrückt wird. Es ist ja so, wenn ich das umstelle jetzt mal auf den normalen Modus, das ist, was gedrückt wird. Und wir haben hier ein Problem, dass das kein Mensch mehr lesen kann, weil es so schnell geht. Ja. Also hier läuft es blitzschnell durch. Das ist wirklich alles, was der Datenfeed liefert, 1:1 in jeder Millisekunde. Das geht hier durch. Jede einzelne Order. Was Atlas macht, Atlas schaut, wer der Aggressor ist, Atlas schaut, in welche Richtung das gehandelt worden ist und sammelt diese Order, die zusammengehören, wieder zusammen und printet hier 50 statt 50 einzelne Prints. Wie das Ganze funktioniert, ich hoffe, das ist euch nicht zu so technisch, aber das ist Wissen, das was man wissen kann, sollte. Was passiert, ist Folgendes. Wenn jetzt einer sagt, ich stoppe den Feed mal kurz, ich hoffe, das geht. Kleinen Moment, damit ich das gut erklären kann, weil wenn sich's immer bewegt, ist es nicht so gut. Ja, sehr gut. Ist er tot. Das passt. Und zwar, so, zur kleinen Verständnis. Ich mache das jetzt schön groß, dass ihr es sehen könnt. Wir gehen jetzt davon aus, die 135, was hier am Ask stehen, sind die nächsten. Wenn jetzt wer hergeht und sagt, er tradet 50 Kontrakte da rein, also er kauft 50 Kontrakte, dann haben wir im Tape, wo ist es, nicht 50 Kontrakte stehen, weil das die Börse vor Jahren umgestellt hat. Was haben wir stehen? Eine Zahlenreihe von 2, 1, 1, 1, 1, bla bla, was weiß ich, bis die 50 voll sind, weil das Tape und der Datenfeed dir zeigt,
wie viele Einzelorder von die 50 da drinnen waren. Da waren ein paar Limits mit einem, da war ein Limit mit zwei, da war ein Limit mit fünf, bis eben die 50 voll sind. Und das ist das, was wir hier im Tape sehen, wenn man es nicht bearbeitet. Ja, also wenn man keinen Algo drüber laufen lässt, seht ihr das genauso. Ihr seht die Größen der Limit Order, die die Market Order füllt. So. Ich hoffe, das ist jetzt einigermaßen gut rübergekommen. Und wenn man das jetzt aggregiert und eben über einen Algorithmus laufen lässt, dann macht Atlas für euch das und baut euch das wieder zusammen, so dass ihr zu 99% oder sagen wir 95% eben diese 50, die hier reingetradet worden sind, auch als 50 seht. Ja, das macht Atlas. Und das ohne diesen Algo wäre das Ganze rundherum nicht möglich. Ich kann hier dann hergehen im Prinzip und sagen, dieses ganze Marktrauschen, das möchte ich nicht sehen. Ja, ich möchte das Minimalvolumen mit 5 limitieren. Ich schmeiße mal kurz den Feed wieder an, kleinen Moment, damit sich was rührt auf der Kiste. So. Ich hoffe, hier tut sich was. Jawohl, hier tut sich schon was. Ich habe jetzt im Prinzip alles, was unter 5 ist, ausgeblendet. Das heißt, wir kleinen Retailer, wir kommen in dieser Liste quasi nicht mehr vor. Und wir sehen jetzt im Prinzip alles, was größer handelt als 5 Kontrakten. Das sehe ich jetzt in dieser Liste. Und jetzt wird es natürlich schon sehr angenehm zum Schauen. Aber was hilft uns das Ganze? Und das ist die Frage, die ich gekriegt habe. So hilft es uns gar nichts. Das ist für nichts. Ja. Ich meine, ich sehe zwar, wenn jetzt was Großes reinkommt, aber es ist für nichts in Wirklichkeit. Und man muss immer ein bisschen ehrlich sein und die Dinge so nutzen, wie man sie braucht. Ich schalte das jetzt einmal ab. Also ich sage nicht, dass das Tape nicht nützlich ist, aber für den Anwendungszweck. Es bringt keinem was, wenn er jetzt den ganzen Tag hier reinschaut und schaut, super 36, super 35. Es macht Sinn, wenn ich in einen Bereich komme, der für euch interessant ist, dann aufs Tape zu schauen, ob die Käufer oder Verkäufer reinkommen, aber nicht den ganzen Tag. Ja, da schaut man dann hin, wann's nötig ist. Was man machen kann, ist dieses Tape im Prinzip dritteln und das ist die Frage, auf die es abgezielt hat vom Kollegen. Wir machen das ganze Tape von mir aus zwei oder dreimal. So, machen wir das Ganze nochmal. Ich zeige jetzt zum letzten Mal, das ist sehr oft gezeigt. Und dann hat man im Prinzip drei Tapes. Aha, drei Tapes alleine machen auch noch kein Frühling. Man geht dann im Prinzip her und sagt, das Minimum ist ein Kontrakt und das Maximum von mir aus zwei. Dann sehe ich im oberen Tape nur uns kleinen Trader, nur Retailer. Bewegt sich schnell, weil viel Retailer unterwegs sind. Dann gehen wir her im mittleren und das machen wir genauso, dass es zusammenpasst. Im mittleren sagen wir, keine Ahnung, wir möchten jetzt davon 5 bis 20 Kontrakte sehen. Jetzt sehen wir hier die mittleren Marktteilnehmer. Diese Werte, da schaut euch einmal eine Zeit lang an, was durchgeht und dann wisst ihr in etwa, was groß, mittel, klein ist. Und die Großen, das ist dann auch für Trade Locations interessant. Da sagen wir Minimum, hey, ich möchte nur die sehen, die was richtig in den Markt gehen, mit mindestens 1000 bis 100 bis Ende nie. So. Und dann sehe ich, wenn ich mir das hernehme und das ein bisschen beobachte, tagsüber den ganzen Markt, schaut euch das an, am Minutenchart oder sonst irgendwas, dann könnt ihr mit der Zeit sehen, wer den Markt bewegt. Man könnt ihr hin und wieder sehen, dass die ganzen Kleinen das Ding hochkaufen und dann die Mittleren kommen und draufhauen. Zum Beispiel jetzt, also leicht überspitzt gesagt. Ihr könnt auch sehen, auf welchen Preisen die Großen kommen, weil die kommen nicht so häufig wie Kleine. Und das ist zum Beispiel, wo man das Tape verwenden kann. Und die Daten, die wir da haben, die kann man sich im Chart auch anzeigen lassen. Ja. Der Big Trades Indikator und so weiter, der greift ja genau auf dieses Datenset zurück. Das ist für euch genau für das da. Und hier haben wir eben diesen Multi-Market Power, den habe ich auch schon gezeigt und der gehört hier dazu. Hoffentlich habe ich den in der Alpha drin. Bitte, bitte, bitte. Balance Power. Ich kann den euch nicht zeigen. Tatsächlich kann ich ihn euch nicht zeigen. Ich habe den hier nicht vorliegen. Das ist schlimm. Kann ich euch jetzt nicht zeigen, habe ich nicht vorliegen. Bei euch in der Plattform ist er drin. Das Ding heißt Multi-Market Power. Ich erkläre es euch jetzt, wenn ich euch nur zeigen kann. Ich glaube, vor 5 oder vor 10 Webinaren habe ich kurz davon geredet. Das ist im Prinzip hier unten eine Grafik und hier könnt ihr dann auch drei oder vier oder fünf verschiedene Marktteilnehmer definieren an diesen Größen, die wir hier eingestellt haben.
Und der fährt mit dem Chart mit und zeigt dir, ob netto mehr gekauft oder verkauft wird bei den kleinen, bei den mittleren und bei den großen. Und da kann man dann unten auch schön sehen, ob diese Aufwärtsbewegung zum Beispiel den kleinen oder den mittleren oder allen zwei oder nur den großen geschuldet ist. Das ist recht interessant. Das gibt euch ein bisschen Market Insight auch. Da seht ihr wirklich, welche Bewegungen von welchen Marktteilnehmern oder von welcher Partei, sagen wir es einmal so, von welcher marktagierenden Partei, dass diese Bewegungen initiiert beziehungsweise dann ausgeführt werden. Es kommt nicht selten vor, dass bei einem wichtigen Level einmal ein großer draufdrückt, ja, die Richtung vorgibt und dann die ganzen kleinen, wir Retailer dann nachhüpfen in diese Bewegung. Und das ist manchmal ist es auch gewollt so, wenn zum Beispiel dieser große Herr hier oben vielleicht besser verkaufen kann. Ja, dann schickt er den Kurs einmal auf Reise, die Kleinen kaufen rein wie verrückt und oben kommt dann der Große und verkauft das Ganze wieder und schnappt sich dann die Liquidität anhand der Stops. Das kommt vor. Es ist nichts Neues. Gut, gibt es Fragen zu dem Ganzen? Entweder ist es so langweilig oder ihr könnt das alle schon. Eine Frage ist reingekommen, hat aber nicht unmittelbar was mit dem Thema zu tun gerade. Okay. Soll ich sie beantworten oder machst du das? Der betrifft dich tatsächlich. Betrifft mich. Ja, Moment, ich muss ihn nur finden. Das ist der letzte Ah, Eintrag. wie kann man anhand vom Delta Einstiege finden? Naja, das ist eine gute Frage. Man kann mit allem irgendwie Einstiege finden. Ja, aber man muss da extrem aufpassen. Was zeigt uns das Delta? Das Delta zeigt uns, ob wer, jetzt muss man aufpassen, mehr Market verkauft oder kauft. Muss man aufpassen. Die Marketkäufer sind die Aktiven, die draufdrücken. Und jeder Marketkäufer muss ja einen Verkäufer kriegen, aber kriegt diesen Verkäufer oder Käufer aus dem Limitbuch. Das heißt, wenn ihr im Prinzip Market auf Kaufen drückt, verkauft euch dieser Market Ask eine Limit. Und so funktioniert das Ganze. Und jetzt haben wir das Phänomen, dass wir am Delta sehen, dass mehr aggressiv gekauft wird, wie verkauft wird. Das können wir uns jetzt wahrscheinlich live gleich einmal anschauen hier am S&P 500. Wir haben hier etwas dickere Level irgendwo. Ich hoffe, wir kommen rauf. Und wir können hier, nehmen wir uns diesen Eisberg dazu, schauen wir mal. Vielleicht haben wir Glück. Am Anfang des Webinars haben wir kein Glück gehabt. So, wie gesagt, das ist nur eine technische Demo. Das schaut ein bisschen shitty aus, aber das wird alles noch schön. Da schauen wir, ob es funktioniert. Der wartet jetzt eben auf diesen Levels, weil mehr wie 100 drinnen sind. Was passiert, wenn der Kurs dorthin kommt? Und was passiert, wenn hier eine Eisbergkante liegt? Ich schmeiße das dabei raus. Was passiert, wenn hier eine Eisbergkante liegt oder wer Limit Orders in den Markt schiebt? Das heißt, wir Schönen, wir glauben, es geht höher und wir kaufen, kaufen, kaufen und die 200 werden nie weniger. Das heißt, ich habe ein sehr positives Delta, weil die aggressive Kauforder, den wir in den Markt geben, wird dauernd von Limit Orders erfüllt. Ja, und damit haben wir ein positives Delta, wenn wir hier reinkaufen, kaufen, 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 kaufen und die 200 werden nicht weniger, weil da hinten ein böser Algo sitzt, der immer wieder die Limit Orders auffüllt, wenn sie niedergehen. So verhindert derjenige, dass der Kurs steigt und er kriegt auch mehr als 200 von seinen Stücken, sollen es 5, 6, 700 sein, in den Markt. Aber hier stehen immer nur 200 und das wird halt reingekauft. Dann haben wir ein positives Delta. Jetzt gehen wir kurz davon aus, dass das passiert ist. Ja, vielleicht passiert es jetzt auch, das wäre schön, dass hier raufgehandelt wird. Hier wird gekauft, gekauft, gekauft. Hier wird immer nachgeladen und wir wissen ja, der muss auf Null stehen, dass wir einen Tick abmachen. Wir müssen die alle aufräumen. Alle 200, die hier sind, die müssen weg, sonst kommen wir hier nicht hoch. Ja, aber wenn der eben so viel Kapital hat, dass der ständig nachlegt, dann kommen wir nicht drüber. Ja, und dann haben wir hier aber Masse von Käufern. Wir kaufen jetzt auch gerade. Moment. Schauen wir uns das mal an. Vielleicht tut der Kurs mal das, was ich möchte. Ihr kennt das bestimmt. Ihr seht, 9 Eisberg-Orders wurden auf den Level schon erledigt. Er ist hier reinkommen, ihr könnt euch das dann anschauen, wenn es dann auf YouTube ist, das Video. Er ist hier reingekommen, es ist gekauft worden und es ist sofort wieder nachgelegt worden. Das heißt, da sitzt wer. Wie groß das der ist, wissen wir noch nicht. Es sitzt hier wer, der möchte seine Orders in den Markt bringen. Und wenn sich das Spiel jetzt eine Zeit fortsetzt, es kann auch sein, dass der gleich gebrochen wird. Jetzt sind nur mehr 75 da. Die Sache ist erledigt. Seht ihr? Jetzt ist nichts mehr da. Die ist
Fertig. Gehen wir die nächste an. Markt geht ja eh immer in Richtung Liquidität. Er ist wieder da. Sorry, er ist wieder da. Oder derjenige hat es nach unten gezogen. So, da war nichts drin. Da war auch nichts drin. Oh, wir haben ja jetzt da Nachrichten, würde ich sagen. Wie auch immer, wir sind in der Situation, dass hier gekauft wird und dann sind hier massiv Long-Käufer drin, aber der Markt steigt nicht. Und wenn der Markt dann zum Fallen anfängt, dann werden diese Long-Käufer da drinnen sagen, oh weh, ich glaube, ich sitze falsch. Ja, und das ist das, was der Kollege gefragt hat. Anhand des Deltas finden, na natürlich, ob das jetzt mit dem Delta-Indikator oder mit Cluster Search, whatever, man sieht ja im Delta-Wert, jetzt schauen wir uns einmal die News an, was da passiert. Ja. Ja, wie 400 mehr verkauft schon. Negatives Delta. Und das weiter steigt, wenn wir jetzt wieder einen Push machen, dann werden diese, viele von diesen hier glattstellen müssen. Und sonst sind diese Freunde da oben, die am Top M gekauft haben und hier gekauft haben, die werden dann beim Abwärtsgehen glattstellen müssen. So funktioniert es nun mal. Aber wenn wir eben das Delta anschauen, und da sucht man genauso Extremwerte. Ich möchte wissen, wo genau sowas passiert ist. Wo viele in die Limits reingekauft oder verkauft haben und der Kurs dann gedreht ist. Ja. Ich schalte das Ding jetzt mal kurz ab. Ich hoffe, ich finde jetzt so einen Bereich auf die Schnelle. Hier zum Beispiel, das ist ja ein Top-Beispiel. Schaut euch diese Delta-Werte an. Und am Low hat dieserjenige beziehungsweise viele oder einige große 4.359 Kontrakte und hier noch einmal 4.000 verkauft, ja, rein verkauft, mehr als wie gekauft. Das heißt, ihr habt ein riesiges Delta, ein Ungleichgewicht an Verkäufern. Nachdem der hier auch da unterwegs ist, ist das einer, der im Prinzip hier oben seine Short-Posis aufgebaut hat. Ja. Hier kommt auch, also so kann man das auch sehen. Und ihr müsst halt schauen an Kerzenextremen, wo sowas vorkommt. Das könnt ihr mit dem Cluster Search machen. Da sucht ihr Extreme, wo extrem viel gekauft worden ist und der Kurs dann im Prinzip in die andere Richtung läuft. Und das könnt ihr unter Umständen auch als Trigger verwenden, weil ihr darauf spekuliert, dass wenn viele falsch liegen, viele glattstellen müssen. Und wenn viele gekauft haben, müssen sie wieder verkaufen, wenn sie falsch liegen. Und das könnt ihr mit dem Footprint Delta machen. Ja, also wenn es jetzt darum geht, Delta zu suchen. Welche Werte das ihr da braucht, das ist von Markt zu Markt unterschiedlich. Aber wenn ihr seht, so wie hier, und ihr könnt das im Cluster Search automatisieren, am unteren Wick, also am unteren Docht, ist extrem viel verkauft worden, wir steigen hoch, dann werden diese oder einige von diesen, nicht alle natürlich, glattstellen und man hat ein paar Ticks in die Richtung. Hier selber. Der hat dann auch hoch verkauft. Dann waren richtig. Ja. So kann man sich das anschauen. Am besten sind hier einfach ein paar Level untereinander, wo große Mengen drinnen sind und wo dann der Kurs in die falsche Richtung läuft. Das müsst ihr euch raussuchen. Müsst einfach schauen, wo solche Bereiche sind, wo extrem viele Leute falsch liegen. Soweit dazu. Gibt es noch eine kurze Frage? Ich überziehe schon wieder. Von meiner Seite aus kein Problem mit der Zeit. Ansonsten glaube ich, ist die Frage beantwortet. Gut, dann machen wir das nochmal geschwind. Ich mache das nochmal geschwind, dass ihr das seht. Ich hoffe, ihr wollt es sehen, wie das mit dem Delta ausschaut. Wie man das automatisieren kann und wie man das in seine Strategie einfließen lassen kann. Und dazu nehmen wir mal bitte keine zeitlichen Charts. Da nehmen wir keine Minutencharts, da nehmen wir keine 5-Minuten-Charts. Wir nehmen hier im Prinzip irgendwas Zeitunabhängiges. Da könnt ihr experimentieren damit. Nehmen wir einfach jetzt mal, keine Ahnung, nehmen wir mal den 8er Range für den S&P und dann gehen wir her und sagen jetzt da, Freund, lieber Cluster Search, also ich stelle jetzt nur eine Seite ein. Wenn Sie es dann nachbauen wollt, müsst ihr es einmal free kaufen für die Verkaufsseite einstellen. Da sage ich, lieber Cluster Search, ich möchte was suchen. Was möchte ich suchen? Wir suchen Delta. Dann muss man ihm sagen, nochmal mal weg, der Marketum auch weg. Okay, ich möchte Delta suchen. Was möchte ich noch suchen? Ich möchte
Leute suchen, die verkauft haben, aber falsch liegen. Das heißt, ich suche in bullischen Kerzen, weil die Verkäufer liegen ja falsch, im unteren Docht. Das heißt, im unteren Docht einer bullischen Kerze suchen wir jetzt ein negatives Delta. Richtig? Ich hoffe, ja, richtig. Das heißt, machen wir keinen Autofilter, da machen wir Delta und wir machen minus 100. Moment. 200. Ach Gott, immer das Gleiche. So, minus 100. So. Was haben wir jetzt gemacht? Das ist jetzt noch nicht der finale Wert, aber jetzt schauen wir uns einmal an, was wir gemacht haben. Wir suchen jetzt minus 100 in bärischen Kerzen im unteren Docht. Gehen wir in den Footprint-Modus und dann schauen wir mal, was wir jetzt gesucht haben. So, seht ihr? Jetzt macht der Indikator genau das, was ihr gesagt habt. Er möchte eine grüne Kerze, er möchte den unteren Docht und er möchte mindestens 100 im Minus. Das heißt, 100 mehr verkauft als gekauft. Jetzt müsst ihr schauen bei euch. Jeder Markt ist ein bisschen anders. Erstens, was die Volumengrößen betrifft und zweitens, was das Verhalten betrifft. Und jetzt schauen wir einfach einmal. Es ist immer so, wenn wir diese Filter ändern, ich mache das beim Volumen auch so, umso mehr, desto gut. Ja, ich möchte ja eine große Anomalie haben. Ich möchte, dass viele Leute falsch liegen. Jetzt schauen wir da mal auf 200. Das war schon zu viel für diesen Range-Chart. Seht ihr? Da ist dann nicht mehr viel. Dann die Großen. Und was ihr mit dieser Einstellung im Prinzip macht, ihr seht hier eh die Cluster. Und je nach Trading-Ansatz ist es halt so. Und da haben wir halt im unteren Bereich sind halt alles die Experten, die eben in dem reinverkauft haben. Seht ihr? 400, 200, 500, 300. Und da gibt es dann die Leute mit 900, die gekauft haben. Und da, somit kann man sich im Prinzip, wenn das dann mit euren Marken zusammenpasst, mit eurer Auswertung, mit eurer Trade Location, dann könnt ihr natürlich schauen, wenn ihr so ein Ungleichgewicht habt, wo viele Leute im Prinzip verkaufen, aber das Ding steigt, dann könnt ihr da dabei sein. Ja? Irgendwann ist die Party vorbei, mit dem muss man halt auch immer rechnen. Aber das könnt ihr euch anschauen und so kann man mit Delta natürlich schauen, wo im Prinzip, das sind jetzt da die Werte, die habe ich jetzt in ein paar Minuten eingegeben, man muss schon ein bisschen Research machen, aber ist doch nett, wenn ich sehe, dass hier die falsch liegen. Ja. Vor allem für kürzere Ansätze ist das wunderbar. Und das Gleiche kann er natürlich auf der Kaufseite auch machen. Ja. Da experimentiert es damit und experimentiert es auch. Man kann ja dann ganz rauszoomen, nicht? Und dann sieht man ja schon von der Weiten, ob das jetzt der komplette Humbug ist, den wir hier eingegeben haben oder nicht. Das kommt immer vor, das ist klar. Aber so kann man eben das Research machen. So kann man sich das anschauen, ob diese Spots, wo extrem viele falsch liegen und der Kurs steigt, ob man davon profitieren kann. Und so macht sie das. Und da schaut sie mit den Zahlen, welche Delta-Größe für welchen Charttyp, für welches Instrument in Ordnung ist. Und ihr schaut euch zum Beispiel auch Price Range 2 an. Es müssen zwei Level negativ sein, zum Beispiel. Ja, das kann schon sein, das kann man schon machen. Man kann sich ja so viele Cluster Search im Prinzip wie möglich dazu reintun und man kann einen konfigurieren, dass er mal da das Minus zeigt im unteren Docht und den zweiten zum Beispiel eine große Pluspartie im Körper. Ja, da sehen wir zum Beispiel, dass sich dann die Großen gegenseitig, ja, also dann das Große verkaufen und dann aber auch Große im Docht reinkommen und kaufen. Also das kann man sich also anschauen und ein wenig experimentieren. Somit wäre ich jetzt eigentlich fertig. Jetzt bin ich wieder ein bisschen vom Thema abgeschweift, aber ich hoffe, ihr habt was gehabt davon. Und sonst schreibt es doch durch, welche Themen das euch interessieren und was ich quasseln soll das nächste Mal. Und das ist gut. Ja. Ja, sehr gut. Sind keine offenen Fragen und Feedbacks und Wünsche leiten wir natürlich weiter, um entsprechend, ja, damit du da auf die Themen auch im nächsten Webinar eingehen kannst. Feedback siehst du ja im Chat, dem schließe ich mich an. Vielen, vielen Dank für das Webinar, lieber Michael. Und ja, ich wünsche noch einen erfolgreichen Abend. Gleich ist auch noch die Pressekonferenz, da wird die Wohler sicherlich anhalten. Und auch noch
erfolgreiche Restwoche. Würde ich mich freuen, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Und Michael, du hast das letzte Wort. Schönen Abend alle zusammen und bleiben Sie gesund. Ja, also wie immer, danke fürs Dabeisein. Ich freue mich immer um die, es ist immer ein reger Betrieb da bei uns, bei den Webinaren und hinten noch auf YouTube auch. Wenn ihr zusätzlich die Sachen anschauen möchtet und ein bisschen mit anderen Leuten, die das auch verwenden, arbeiten möchtet, es gibt einen tollen Telegram-Kanal, wo im Prinzip User anderen User helfen, manche stellen ihre Templates zur Verfügung, wo Fragen beantwortet werden, wo ich auch drinnen bin. Ja, zwar nicht 24 Stunden am Tag, aber ich versuche dann auch zu helfen, wenn es ist. Also ihr könnt gern in diesen Telegram-Kanal kommen, da sind schon ein paar hundert Leute drin, ich weiß gar nicht, wie viele es genau sind. Und am besten, um diesen Link zu bekommen, schreibt es mir einfach auf de.support@atas.net und ich schicke euch den Link, wenn Sie es heute sogar noch zu, also de.support@atas.net, wenn wer Interesse hat und dabei sein möchte, der kann sich da mit uns rumtummeln und Sachen probieren, testen, neue Features probieren, testen, Feedback geben, das Ding einfach weiterbringen. Somit wünsche ich euch einen schönen Abend, hat mir wieder gefreut, bis zum nächsten Mal.